Herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay zu einem neuen Bautagebuch. Ja, diese Woche haben sich viele Kleinigkeiten getan und da schauen wir uns doch jetzt einfach einige an. Die erste ist hier die neue Säule. Und zwar, das ist die Außensäule von unserem zukünftigen Haupteingang. Das heißt, hier dahinter wird ein Parkplatz entstehen. Und hier, wie gesagt, kommt nicht nur die Säule hin. Am Ende, es wird ein ganzes Tor werden. Wir werden das Tor dann auch dementsprechend schön designtechnisch gestalten. Und das ist später dann die Haupteinfahrt für Autos. Denn die meisten kommen hier in der Regel immer mit dem Auto an. In der Hinsicht, das wird der Haupteingang. Ja, schauen wir mal weiter, was ich noch getan habe. Ja, hinter mir sieht man es auch schon. Die Außenwand, die Mauer ist verputzt worden. Und zwar mittlerweile eben bis zum letzten Stück, wo wir im Moment gebaut haben. Und wir werden es dann auch an der Außenseite sehen. Da ist natürlich auch alles schon verputzt. Und zwar schon so, dass der Maler nächste, übernächste Woche mit der Farbe vorbeikommen kann. Und das Ganze wird auch noch gestrichen. Zu sehen gibt es hier eigentlich nichts, aber hier ist einiges passiert. Und zwar unter der Erde sind zwei Kanäle gegraben worden und die Rohre verlegt worden. Und zwar einmal Wasserzufuhr und einmal Strom. Und wir schauen uns an, wie das im Haus selber aussieht. Ja, also, auch wenn das hier aussieht, als wäre es eins gewesen, da wurde sich, nennen wir es einfach, es wurde sich vergraben. Man hat es ausgehoben, hat gesehen, oh, da kommt ja gar nichts hin und wieder aufgefüllt. Hier liegt das, liegt der Wasserzufluss und was man hier jetzt nicht mehr sieht und hier so leicht diagonal ist die Stromzufuhr für die Außenlampen. Das geht, oder die Stromzufuhr für das Haus und die Außenlampen, die hinter dem Hausmeisterhäuschen, also weiter darunter, an der Mauer hängen. Ja, und wo man es ganz deutlich sieht, dass sich was getan hat bezüglich Wasserzufuhr, ist natürlich im Bad. Und genau hier, das schauen wir uns mal an, was da vorbereitet wurde. Das Erste, was man schon sieht, das ist der Wasserabfluss. Und im Bad selber, gehen wir mal gucken. Ich hoffe, man kann es deutlich sehen. Hier sind die verschiedenen Rohre für Toilette und Abwasserdusche. Und das ist fürs, müsste die Toilette sein. Oh nein, das hier ist die Toilette. Das ist Abwasserdusche, sind bereits gelegt worden. Und man sieht es auch hier schon in der Mauer. Hier wurden schon für die Rohre dementsprechend, wurde die Mauer schon vorbereitet. Das heißt, die Schächte oder wo die Rohre hinkommen, das wurde bereits aufgeklopft. Man sieht hier, hier kommt die Dusche hin. Man sieht hier schön, hier kommt das Waschbecken hin. Hier unten sieht man noch auch wieder für, das ist Kaltwasser- und Warmwasserzufuhr. Und auf der Rückseite hier, hier sieht man auch schon, hier gehen auch die Vorbereitungen bis nach oben. Denn das Warmwasser, also Kaltwasser, bekommen wir von unserem Brunnen. Das heißt, das wird hier rein, hat den dementsprechenden Druck und kann dann dementsprechend hochgeleitet werden. Warmwasser dagegen, da wird es hier oben unterm Dach, sieht man von hier aus nicht mehr, wird es einen Boiler geben und der Boiler hat 80 Liter und die 80 Liter sind natürlich dann Warm-Heißwasser und mit einer ganz normalen Mischbatterie, wie es üblich ist, kann das dann dementsprechend zusammen reguliert werden, dass man lauwarmes Wasser bekommt. Alles, wie wir es kennen, aber wie gesagt, bauen wir auch hier ein. Schauen wir weiter, was ich noch getan habe. Ja, und hinter mir ist die Holzhütte, wo wir eben später alles Mögliche lagern können, eben aber auch Lebensmittel, was wichtig ist, oder Obst, Gemüse, was wir aus dem Garten ernten. Was hat sich getan? Einmal, ich stehe hier mittlerweile auf etwa 1 Meter und ein bisschen was betonierte Fläche. Das wird natürlich noch alles schön gefliest, damit eben hier vor der Holzhütte auch ein schöner kleiner Gehweg ist. Hinter mir, die Holzhütte selber, ist mittlerweile, steht das Gerüst
Und ja, ich glaube, ich brauche nicht viel zu erzählen. Hier unten, das hatten wir in einem, ich glaube im letzten oder im vorletzten Tagebuch haben wir das gezeigt. Das Ganze ist mittlerweile auch nivelliert, das heißt, ist auf der richtigen Höhe, ist aufgefüllt worden. Natürlich auch, wo ich hier stehe, ist aufgefüllt worden. Wenn Sie sich das Bautagebuch letzte, vorletzte Woche ansehen, dann werden Sie sehen, dass das hier nämlich noch leicht abschüssig war und jetzt ist es eben aufgefüllt. Ja, hier sieht man es dann hinter mir. Hier, das bleibt natürlich dann leicht abschüssig, wird alles begrünt und das sieht natürlich am Ende dann auch richtig hübsch aus. So, was hat sich hier noch getan? Ja, bei der Wand sieht man es, die Vorbereitung, das wurde schon grob, der Grobputz aufgetragen. Hier oben auf der Zwischenwand zwischen dem Wohnraum und der Holzhütte sieht man auch schon, sind die Vorbereitungen, die ersten Vorbereitungen fürs Dach getroffen worden. Und ich denke mal, spätestens übernächste Woche wird man anfangen, auch hier das Dach vorzubereiten. Schauen wir weiter. Ja, ich bleibe gleich hier stehen und hier sieht man es sehr schön, aber ich denke, das war letzte Woche auch schon so. Bis dahin war letzte Woche, glaube ich, schon verputzt. Hier ist mittlerweile auch fertig verputzt bis zum Holzhaus hin. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Außenseite der Mauer. Zeige ich Ihnen natürlich auch gleich, dass das schön verputzt wurde. Aber es gibt auch noch was Neues bei unserer Pflanzenkläranlage. Schauen wir uns an. Ja, und jetzt stehen wir bei der Pflanzenkläranlage. Und sehen, hier ist eine kleine Mauer entstanden. Das werden Sie später alles nicht mehr sehen. Denn das wird aufgefüllt. Und hier kommt ein Pflanzenbeet mit Kanas rein. Das ist wunderschöne Pflanzen. Und das heißt, es ist einfach eine Grünfläche, die wunderschön das ganze Jahr über blühen kann. Und für die Kolibris, die mögen das sehr gerne. Ich gehe mal davon aus, wir werden dann regelmäßig Besuch haben von verschiedenen Kolibris. Und das haben wir auch schon bei unserem eigenen Haus, dass da zwei Kolibris ständig vorbeikommen. Und ich muss zugeben, es ist wunderschön, die gerade in der Früh und abends zu beobachten. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, aber ich möchte es nochmal wirklich betonen. Das hier wird alles nivelliert, das heißt, das wird die Höhe des Grunds sein und wie gesagt, die Mauer wird man nicht mehr sehen, sondern wie gesagt, es ist ein ausschließliches Pflanzenbeet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt schauen wir uns noch den letzten Teil für diese Woche an, nämlich die Außenseite der dritten Mauer, die wir gebaut haben. Ja, und jetzt von der anderen Seite. Hier wieder die zweite Säule für das Einfahrtstor. Hinter mir, oder hier sehen Sie schon sehr schön, die gesamte Außenseite des dritten Mauerabstücks, das um den Gartenteil herum geht, ist vollständig verputzt. Und wenn die Innenseite soweit ist, dann kann der Maler anrücken und das Ganze natürlich dann auch nochmal schön anmalen. Jetzt laufen wir einfach mal hier ein paar Schritte runter und mal schauen, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich Ihnen erzählen kann dabei. Ich hatte es bei einem der vorigen Videos schon erwähnt, das waren die Auslässe der die Rohre für die Stromleitungen. Und man sieht auch hier, zwei Stromleitungen gehen bei der rechten Seite der Eingangstüre weiter nach oben. Da kommt eine kleine Säule hin und obendrauf werden wir vermutlich Solarlicht bauen und auch ein, zwei Videokameras, die einfach zeigen, was hier im Vorfeld passiert. Das heißt, auch wenn jemand klopft, klingelt, dass wir gleich wissen, wer möchte zu uns. Auch hier nochmal erwähnt, das Ganze wird mit Erde aufgefüllt und man sieht es hier sehr deutlich. Das Ganze wird am Ende ein kleiner Hügel werden und hier dieser Teil, etwa 1,50 Meter, wird später Gehweg sein. Das heißt, auch das liegt in ganz, genau wie in Deutschland, liegt in unserer Verantwortung. Das müssen wir machen, auch wenn dieser Teil Ihnen selber nicht gehört, weil das ist ja Teil der Straße. Aber für das Sauberhalten und so weiter ist der Eigentümer vom anliegenden Grundstück verantwortlich. Wie gesagt, also hier kommt ein kleiner, wird alles noch aufgefüllt hier, später auch begrünt. Das heißt, die Mauer wird kleiner aussehen optisch, weil einfach hier noch ein bisschen aufgeschüttet wird. Und hier wird es dann einen wunderschönen Gehsteig geben.
laufen wir noch bis zum Ende. Wenn Sie darauf geachtet haben, ist Ihnen vielleicht schon aufgefallen, dass am Boden hier und auch hinter uns zwei weiße, weiß-graue Flecken sind. Hier wurde der Putz angerührt für die Wände. Natürlich wird das entfernt und mit dem Schuttcontainer dann auch abtransportiert. Das lassen wir natürlich nicht liegen. Das wird natürlich auch in der nächsten Zeit gemacht und dann kommt irgendwann der richtige Zeitpunkt, wenn es gemalert ist, aufgeräumt ist, dann schütten wir das Ganze mit Erde auf und dann begrünen wir es. Ja, das war's für diese Woche. Sie sehen, viele Kleinigkeiten sind passiert. Es geht wieder Schritt für Schritt schön voran. Seien Sie neugierig, bleiben Sie neugierig und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder im Bautagebuch des Zen Garden Paragreifs vorbeischauen werden. Ihr Zen Garden Team Paragreif. Tschüss! Und ganz wichtig, das habe ich noch vergessen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte Daumen hoch unter dem Video. Ja, und warum machen Sie nicht auch gleich einfach unser Abo? Dann werden Sie hier in YouTube immer wieder informiert, wenn wir ein neues Video einstellen und Sie können sich ganz gemütlich danach auch ansehen. Bis dann, Ihr Zen Garden Team. Tschüss!